Wir versuchen da über alle politischen Grenzen hinweg das an dem Menschen festzumachen und nicht an dem Thema. Und das ist, denke ich, eine Aussage, die wir hier für Kaiserslautern treffen können. To support the integration of refugees, the city of Kaiserslautern has developed a special concept. The monitoring committee provides around 50,000 euro for projects related to refugees every year. Ich glaube, dass wir die Bedürfnisse der Betroffenen einfach wahrnehmen können, indem wir sagen, okay, ihr habt das Bedürfnis nach Sprachkursen oder ihr habt das Bedürfnis nach Begegnung, die jetzt losgelöst von einem Sprachkurs ist, dass man beispielsweise sagt, lass uns doch mal zusammen kochen oder lass uns doch mal verschiedene Kulturen, Menschen, die in der Stadt bereits wohnen, Menschen, die ein Asylbegehren haben, Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, zusammenzubringen. During the last years, a wide-ranging and large network for the work with refugees took form in Kaiserslautern. Whether it is a professional organization, the city of Kaiserslautern itself, or simply committed citizens. They all cooperate to give migrants the best opportunities to integrate into society. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Ehrenamtlichen, die sich dafür einsetzen. Das bringt automatisch das Miteinander mit, ohne dass die Politik da großartige Richtlinien und Rahmen erfinden muss. Und das ist in Kaiserslautern beispiellos, wie das jetzt über die Jahre funktioniert. Corinna Bettinger is one of those citizens, whose project received financial support from public funds. She offers dance workshops for refugees and gets good feedback. Vor einigen Jahren habe ich beim Integrationskonzept der Stadt Kaiserslautern ehrenamtlich mitgearbeitet, als das erstellt wurde. Und als dann diese Flüchtlingsflutwelle zu uns kam, wurde überlegt, was kann man zur Integration für die Flüchtlinge machen. Da kam dann die Idee auf, über Tanzen, über Tanzworkshops die Flüchtlinge zu integrieren, weil beim Tanzen und bei der Musik gibt es keine Sprachbarrieren. Am Anfang gab es eine relativ große Hemmschwelle, weil in deren Kultur normalerweise Männer und Frauen nicht zusammen tanzen. Aber nach anfänglichen Problemen und Zurückhaltung ist es sehr gut angenommen worden. Ich habe ihnen unsere Tänze beigebracht. Sie haben mir im Austausch dazu ihre kulturellen Tänze beigebracht, was immer wunderschön war. Und dadurch wurde dann gleichzeitig die deutsche Sprache mitgeschult, weil ich immer auf Deutsch unterrichtet habe. Sie haben etwas von unserer Kultur gelernt und konnten aber ihre Heimat uns auch näher bringen. Another way to get closer together is common meals. In Kaiserslautern, this led to a cookery book that contains dishes from different nations. Whether it is bulgur, hummus or tangerine cake, food brought refugees, migrants and locals together. The booklet does not only contain recipes, but also stories about the history of the origin of the meals. It should therefore motivate people to get closer together. Mohan Adjourney left his home country Syria in 2015 due to the civil war. The computer scientist from Aleppo meanwhile works as an interpreter for ASZ, a work and social education center. Wir haben viele Leute, sie können kein Deutsch oder kein Englisch sprechen. Sie sprechen nur Arabisch. Und das ist schwer, um hier etwas zu machen. Wenn, zum Beispiel, du müsstest fragen zu dem Jobcenter oder in die Rathaus, oder zum Beispiel beim Arzt oder Krankenhaus. Sie können nicht das machen. Deswegen, sie können zu uns kommen und wir können ihm helfen. The ASZ coordinates people who would like to offer their help. Around 200 people are volunteering in refugee work here. 2015 sind ja ganz viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen und auch nach Kaiserslautern. Und da hat man einfach gemerkt, viele Leute wollen sich engagieren. Und wir haben dann diese Hilfsbereitschaft kanalisiert und organisiert, dass die Geflüchteten in Kontakt kommen mit den Helfern und dass bestmöglich dann die Hilfe ankommt. When it comes to the work with refugees, requirements and tasks have changed significantly during the last years. Am Anfang war viel Erstorientierung gefragt, also wo ist es der nächste Supermarkt, wo kann ich irgendwie eine Krankheit behandeln lassen, also wo finde ich Ärzte. Und jetzt geht es viel mehr darum, um Freundschaft, um
einfach hier anzukommen. Wir haben viele Patenschaften, wo Leute Freundschaften geschlossen haben und dann einfach bei allen Fragen, die so anfallen, einfach dann die Menschen unterstützen. The ASZ also provided support for Muhannad upon his arrival at Kaiserslautern. For him, education is the key to integration into German society. Die Bildung ist sehr wichtig, um zu integrieren. Ohne die Sprache, man kann nicht bleiben. Man kann nicht, zum Beispiel, er muss eine neue Wohnung zu suchen. Er kann nicht das machen. Ohne Deutsch, das geht nicht. Deswegen, er muss Deutsch lernen, um hier zu bleiben und integrieren. One thing he knows for sure, he wants to study in Germany. Ich habe schon ein Zeugnis von Syrien und das anerkannt in Deutschland. Aber ich musste einen Master machen in Computerwissenschaft. Das macht meinen Vorteil. Ist besser, wenn ich ein deutsches Zeugnis habe. To visualize educational opportunities in Kaiserslautern, the Adult Education Center, VHS, created the project Lautre Lupe, which literally translates to magnifying glass of Kaiserslautern. Here, people can navigate their way through the German educational system, from primary school to university, simply presented in the style of a bus timetable. Die Lautre Lupe ist ein webbasierter Bildungsfahrplan, der interaktiv im Internet für jeden zur Verfügung steht. Und man hat dort die Möglichkeit, alle Bildungsgänge, die es in Kaiserslautern gibt, angefangen vom Kindergarten bis zur Promotion oder zur Existenzgründung, im Internet auf einer Internetseite nachzusehen und dort die Informationen zu bekommen zum Bildungsgang. Ganz wichtig ist, man sieht, egal wo man in Deutschland oder in Kaiserslautern einsteigt mit seinen Vorkenntnissen, man kann immer weiterkommen, kann sich immer weiterbilden. Und das ist das Besondere an dieser Lupe. Das gab es vorher nicht, dass man eine Plattform hat und die noch digital zugänglich, wo man sich informieren kann über die ganzen Bildungsgänge. Die Besonderheit in Kaiserslautern ist noch sowohl, es gibt noch ein Lupensymbol Grundbildung, also für alle Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Und ganz wichtig auch Deutsch lernen, die in 6 verschiedenen Sprachen sind die Informationen dort übersetzt. Kaiserslautern photographer Thomas Brenner is also a member of the Network for Integration. In 2015 he initiated his own campaign for refugees in Kaiserslautern and received broad support. Bei den Medien zu hören, dass die ersten Flüchtlinge kommen, die waren ja dann auch in Kaiserslautern, aber die waren ja nicht im öffentlichen Raum zu sehen. Aber es gab da im öffentlichen Raum halt von vielen Leuten, die so gesagt haben, oh, Bedenken, da kommen fremde Leute, was machen die? Und da gab es sowieso Ängste. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein und habe probiert, die kennenzulernen, habe die auch kennengelernt und habe gesagt, wir fotografieren die einfach und geben den Leuten einfach ein Gesicht, einen Namen, Beruf, eine Herkunft und erklären, warum die hier sind und bringen das in den öffentlichen Raum, um den Leuten dann zu kommunizieren, dass es ganz normale Menschen sind, die vor dem Krieg fliehen müssen. His campaign consisted of 2 parts. Wir haben einmal die Flüchtlinge fotografiert, haben denen Namen gegeben, dass sie aus dem Anonym rausgeholt werden und einfach auch ganz normale Personen sind wie du oder ich. Und da haben wir gesagt, willkommen in Kaiserslautern, um das halt irgendwie deutlich zu machen. Und wir haben mit den gleichen Motiven auch Postkarten gemacht, haben die in der Stadt verteilt, um den Bürgern dann diese Postkarten zu geben. Und dann konnten die den Flüchtlingen was schreiben. Weil die Idee war, in dem Moment, wo ich eine Kommunikation mit Menschen habe, geht meine Angst verloren. Und dann haben wir als zweiten Schritt gesagt, wir holen die Bürger von Kaiserslautern rein, indem wir die fotografieren und sagen, warum heißt ihr Flüchtlinge willkommen? Gebt uns mal den Grund, warum ihr das macht. Und da war das gleiche Layout, gleiche im Prinzip Gestaltung, aber halt der Slogan Flüchtlinge willkommen. In dem Moment, wo die dann in der Stadt hingen, am ersten Tag habe ich natürlich schon Angst gehabt, was passiert jetzt, wie reagieren alle, wie reagieren die Flüchtlinge, wie reagieren die Bürger, klappt das überhaupt, was wir uns überlegt haben? Dann haben viele Leute das mitgekriegt und haben dann auch darüber nachgedacht, über ihre Haltung, die sie vielleicht hatten, die nicht vielleicht richtig war oder nicht untermauert war. Also ich denke schon, dass da viel passiert ist. Und wenn ich das mit anderen Städten vergleiche, haben wir eine relativ gute Willkommenskultur in Kaiserslautern. Also ich finde das schon sehr toll, was hier läuft. Many people who come to Germany have a common goal, the German citizenship. Dr. Klaus Weichel, mayor of Kaiserslautern, insists on handing out every citizenship certificate in person. Also die Momente, also was ich gerade erlebt habe, das kann man so sagen, das ist unvergesslicher Moment. Und früher habe ich mich wie ein Fremd, also hier gewohnt, also in der deutschen Gesellschaft. Aber jetzt mit dem Staatsangehörigkeit, also fühle ich mich ganz, also
ganz gleich wie die anderen Deutschen. Und seit 6 Jahren lebe ich schon hier und habe ich mir viel Mühe gegeben, um schnell in diese Gesellschaft anzupassen. Und das war mein Ziel, das ich erreicht habe. Und hoffe ich mir auch weiter, das mit den Deutschen so in Verbindung zu setzen und die Kultur, die Sprache, die ich bisher beherrscht habe und so weiter, richtig schaffen. During a citizenship ceremony, he emphasizes how well the process of integration is going, despite the high numbers of refugees in Kaiserslautern. Die Integration in Kaiserslautern läuft seit Jahren schon ohne größere Störung. Wir haben ein Integrationskonzept entwickelt mit Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben im Rahmen der Asylsuchendenwelle, die 2015 im Dezember einen Höhepunkt erreicht hat, zu keinem Zeitpunkt in Notunterkünfte gehen müssen. Also wir haben weder Schulturnhalle noch Schulen noch sonstige große Einrichtungen nutzen müssen, um Menschen notunterzubringen, sondern wir hatten immer entsprechenden Wohnraum zur Verfügung. Und ich denke, mit der Fortschreibung des Integrationskonzeptes, mit unseren Angeboten für die Menschen, die hier nach Kaiserslautern kommen, sind wir, glaube ich, schon eine Vorzeigestadt in Rheinland-Pfalz. Es läuft einfach alles prima.